Das ist unser Money. Money? Ja, das ist der Manitou. Ist doch ein Manitou eigentlich. Eigentlich ist es ein O&K. Das ist ein O&K, ja. O&K, aber irgendwie nennen wir den immer Money. Ja. Uns hat mal einer erzählt, das ist ein Manitou. Der hat doch ein Nummernschild gekriegt, Money. Okay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Flurförderzeuge. Wir sind heute zu Gast in Schwalmstadt bei der Firma Art Welding. Es geht aber nicht um Money, wie ich gelernt habe im Hintergrund, sondern Art Welding macht eigentlich was anderes. Und ja, Thema Welding hat es zu tun. Ich würde sagen, Tommy, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, schön, schön, dass ihr gekommen seid. Ich würde sagen, du zeigst uns mal, was ihr so alles macht. Und ja, nachher, wir haben noch Spezialschätzchen für euch. Da ist Tommy ziemlich stolz drauf und ich freue mich sehr, dass wir Teil von dem Ganzen sein durften. Aber ja, wir gehen erstmal rum, wir gucken mal so ein bisschen. Ja, gebe ich dir einen kleinen Abriss. Ja, ich weiß nicht, ob man das zeigen soll, das Chaos, aber... Was ist denn Chaos? Guck mal, hier siehst du halt, wie das Ganze so aussieht bei uns. Ne? Hier haben wir einen 300-Tonnen-Rollenbock. Der geht jetzt in die Miete, da müssen wir einen anderen Motor drauf bauen, weil ein Kunde den kaputt gemacht hat. Dann haben wir hier einen, das ist ein 60-Tonnen-Rollenbock. Dort hat ein Kunde es geschafft, die Spindel, um die Köpfe auseinanderzufahren, abzureißen. Sowas reparieren wir dann halt auch wieder. Ne? Also wir haben diese ganzen Maschinen im Mietpark, ja. wir verkaufen die, wir projektieren auch ganze Produktionsanlagen. Ja. Ne? Und dazu gehören einfach diese ganzen Sachen, die du hier siehst. Ne? Das ist die Unterbasis für einen 300-Tonnen-Rollenbock. Ja. Da siehst du schon, was da drauf kommt. Ne? Das sind dann Rohre, also wir sagen Bleche, die haben dann 20, 30 Zentimeter Wanddicke. Ja, krass. Ne? Die werden dann da drauf gelegt und ja, werden dann gedreht und mit sowas dann geschweißt. Ja. Und das hier ist da auch so Schweißtechnik? Das ist ein Traktor. Das ist ein kleiner Traktor, okay, den kannst du eigentlich, wenn du ein Blech hast, hinstellen, ja, und dann kannst du ihn fahren lassen. Und er macht genau das gleiche wie das Ding, ja, aber nur als ganz kleine Maschine. Ja, krass. Ne? So, das da hinten ist ja auch sowas Ähnliches, ne? Nur stationär quasi, oder? Das sind diese typischen Schweißautomaten. Ich hätte es gerne besser gezeigt, aber wir müssen die Maschinen aus dem Regen reinholen. Ja. Dort kommt normalerweise die Schweißtechnik dran, ja, aber die sind halt auf Schienen und damit kannst du nicht von einem Platz zum anderen fahren. Du kannst halt immer nur auf einer Schiene hin und her oder das Ding steht an seinem Platz. Ne? Ja. Und da musst du immer die Werkstücke, die du bearbeiten willst, hinbringen. Ja. Und jetzt können wir sagen, du kannst dahin fahren. Ja. Und das ist halt die Neuerung an der ganzen Geschichte. Ja, krass. Ne? Da hinten sehe ich den Korb liegen, der ursprünglich mal. Ja, wolltest du ihn wieder haben? Also ich kann damit nichts mehr anfangen. Das weiß ich. Ja, cool. Alles klar. Einfach mal auf unserer Seite gucken, www.artwelding.de. Dort sieht man dann Drehkipp-Positionierer, UP-Automaten, Rollenböcke, kleine Hilfsmittel für Behälterbauer, Apparatebauer, Rohrböcke, Rohrzentrierung. Das ist alles so der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen hier. Ja, Jungs, kommt mal rein. Hier haben wir das ganz neue Projekt, was wir angefangen haben. Unseren Art Welder. Wir nennen ihn so, unsere Firma Art Welding. Ja, und da haben wir uns gedacht, Art Welder oder die Giraffe, das passt ganz gut dazu. Ja, cooles Teil auf jeden Fall. Wir haben hier heute eine JLG 12E Plus, oder es war früher mal eine. Und zwar ist es umgebaut von Tommy zu einem Schweiß-Halbautomaten, der von unten aus gesteuert werden kann und zwar grundsätzlich die Technik noch so einer JLG-Arbeitsbühne beinhaltet, aber krass aufgemotzt wurde. Wir haben immer noch dieses Paket, was die Höhe erreicht und den teleskopierbaren Korbarm vorne mit dem drehbaren, früher war es mal eine Korbaufnahme, jetzt beherbergt vorne die Schweißtechnik. Das Chassis ist auch noch gleich, aber ansonsten, Tommy, ist nicht mehr viel daran gleich, oder? Ihr habt da richtig Hand angelegt. Wir haben den aufgemotzt, so wow, wow, wow. Wenn man weiß, wie der vorher mal ausgesehen hat oder was da vorher mal an Technik drunter gesteckt hat, ist das jetzt schon krass. Ja. Wir fangen mal an, hinten vorne? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an. Okay. Also, die Arbeitsbühne hat einen unheimlichen Vorteil, sie ist sehr klein. Wir haben ganz kleine Wenderadien und wir haben einen wahnsinnig hohen Mast und kommen weit raus mit diesem hydraulischen Arm. Um das Ganze aber überhaupt nutzen zu können, brauchen wir erstmal eine Grundausstattung. Grundausstattung haben wir erstmal eine Plattform hier unten gebaut, dann haben wir hier eine Stromquelle, in diesem Falle eine 1000 Ampere Stromquelle. Aufgrund des ganzen Umbaus mussten wir ein Batteriepaket auslagern. Wir haben hier einmal die Steuerung, womit ich dann am Ende meine Schweißtechnik überwachen kann. Das kann ich dann hier umschalten von unten auf oben. Ich kann das Ganze auch von oben gestalten. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, meine Pulverschüttung anzuschalten
oder meine Absaugung anzuschalten, was wir uns nachher nochmal angucken werden, wenn das der ganze Prozess funktioniert. Hier ist meine Steuerung für die Schweißtechnik unten, hier ist meine Steuerung für die Positionierung des Schweißbrenners. Wenn du mal kurz rumkommst, damit wir dieses System überhaupt vernünftig nutzen können, haben wir hier die Möglichkeit, uns komplett abzukoppeln vom Netz und von der Luftversorgung. Wir brauchen für diesen Schweißprozess in diesem Falle 63 Ampere 400 Volt Spannungsversorgung. Das haben wir mit einer Kabeltrommel gelöst, die wir dann rausziehen können, und schon haben wir das System abgekoppelt. Genauso ist es mit der Druckluft. Das Problem bei den aktuellen Automaten, Schweißautomaten, ist, die sind ortsgebunden. Ich muss auf einer Schiene von A nach B fahren, innerhalb einer Halle, aber ich komme nie von einer Halle zur anderen oder ich kann nicht flexibel zu einem anderen Arbeitsplatz fahren, der nicht an meine Schiene gebunden ist. Und deswegen wollte ein Kunde von uns mal ein autarkes System haben, womit er wegfahren kann. So, was natürlich hier ganz klasse ist, ist einmal unser gerade ausfahrbarer Arm, womit ich dann, wenn ich jetzt einen Behälter habe von 6 Meter Durchmesser, meine Bühne unten positionieren kann und kann dann oben die 3 Meter überbrücken, um in die Mitte meines Behälters zu kommen. Darum geht es bei diesem Schweißprozess immer. Das kann ich dir hier vorne zeigen. Wenn du jetzt mal schaust, wir haben hier ein schönes altes Rohr, was wir hiermit einfach mal schweißen wollen. Und es ist immer wichtig, dass der Brenner in dieser Position mittig über dem Rohr sitzt. Ja, bei dem einen läuft er ein bisschen weiter vorne, bei dem anderen weiter hinten, aber im Grunde genommen immer über dem Rohr. Das ist das, was man normalerweise mit einem Handbrenner macht, mit einer Max-Schweißanlage. Versuche ich immer von oben zu schweißen. Und hier ist es dann so, dass ich versuche, diesen Brenner immer in die optimale Position zu bekommen. Hier oben haben wir jetzt einmal einen Kreuzschlitten. Mit diesem Kreuzschlitten kann ich dann meinen Brenner in die Position bringen, um meine Schweißnaht zu machen. Würde ich dir jetzt zeigen, aber dann geht die Stromquelle auch noch an, dann hört man hier gar nichts mehr. Ja, dann habe ich dazu die oben meine Steuerung, auch nochmal die Schweißtechnik, meine Nahtverfolgung, meinen Drahtvorschubmotor, meinen Sensor für die Nahtverfolgung und vorne meine Absauganlage. Hier haben wir die Schweißmasse, weil ohne Masse geht beim Schweißen gar nichts. Ich arbeite mit einem Kreislauf, Plus gebe ich drauf und Minus geht zurück. Ja, das ist ja schon echt beeindruckend. Man muss ja sagen, wenn man das Grundgerät kennt, wenn man das Grundgerät sieht, ist ja im Grunde genommen das hier hinten alles Sonderkonstruktion, Eigenkonstruktion. Ja. Ne? Ja. Im Grunde genommen kann man sagen, das, was orange ist und das, was so diesem Gelbton ist, hier vorne, das ist alles okay. Das ist alles herstellerseitig gemacht. Ja, ja, genau. Und hier auch. Das, was hier orange ist, das ist ja original. Genau. Und was schwarz ist, von uns dran gebaut. Ist von euch dran gebaut. Ne? Genau. Also nur damit man mal versteht, wie groß dieser Umfang an diesen Umbauarbeiten hier ist. Also wir haben auch mehrere Male miteinander gesprochen, was Ketten, was diese ganzen Energie nach vorne bringen anbelangt und so. Und das ist schon wirklich beachtlich. Ne? Also wenn man hier diese Kabel sieht, du hast gesagt 295 Quadratkabel, nur alleine, um die Energie nach vorne zu bekommen zum Schweißen, plus Luft, plus diverse andere Steuerkabel und. Also das ist schon, was ihr hier geleistet habt an Umbauarbeit, das ist schon echt beeindruckend. Habe ich in dem Maß, also so eine Sonderanfertigung, auch noch nicht gesehen. Also ja, das ist echt beeindruckend. Ja, das war eine Menge Arbeit. Ne? Wir mussten natürlich die Ketten einmal verbreitern. Ja. Jetzt vom Radius konnten wir es nicht ändern, weil einfach die Ketten so laufen, wie sie laufen. Aber wir mussten halt diese Kabel reinkriegen. Ja. Ja? Und normalerweise müssten noch breitere Kabel rein, aber wir haben uns mit dem Kunden geeinigt, dass wir es bei denen belassen. Normal müssten 220 Quadratkabel durch. Okay. Und das wäre jetzt mit den Ketten gar nicht machbar, die wird es sprengen. Ja. Ja, aber wenn du siehst, ne, wir haben die beiden, dann haben wir als Steuerkabel hier diesen Trümmer, dann haben wir den Luftschlauch, den Kameraschlauch drin, dann haben wir die ganzen Steuerkabel für die einzelnen Komponenten. Mhm. Ja, und das alles muss natürlich irgendwo nach vorne geführt werden. Ja, ja, und da haben mein Bruder und ich einen Haufen Hirnschmalz reinstecken müssen, um das im vernünftigen Rahmen zu machen, dass es ordentlich aussieht. Ja. Ich meine, wenn man manchmal so Anlagen sieht, wo die Kabel dann reingeworfen wurden, dann hast du da einen Salat drin, da sieht man keiner mehr durch. Und hier haben wir es versucht, so hinzubekommen, dass du wirklich eine Struktur hast, ne? Dass das immer verfolgbar ist, was ist denn das für ein Kabel, welches ist denn das? Ne? Und
Und wenn du jetzt aufzählst, wie viele Kabel ihr da drin ihr verlegt habt, dann kann man auch vielleicht so ein bisschen abschätzen, wie viel Technik und wie viel Know-how da am Ende drin steckt. Weil ich glaube, allein anhand der Komponenten kann man das gar nicht so richtig erkennen. Du sagst da hinten Stromquelle, ne? Alles schön und gut. Ja, aber wenn man sieht, wie viel Technik hier vorne drin hängt, ne? Dann kannst du einfach mal so verschiedene Bauteile erklären. Also Strom ist klar, brauchst du. Ne? Du hast gesagt Absaugung, Pulver. Ja, du pass mal auf, ich mach das Ding mal an, dann leuchtet da auch ein bisschen was und dann sieht man was. Okay. Ja? Ich bräuchte mal eine Leiter. Ja, gut, das ist halt nun mal alles immer ein bisschen größer in der Schweißtechnik. Ne? Ja, gerade wenn man einen Behälter bauen will und so, das ist ja nur noch ein ganz kleiner Behälter. In der Regel reden wir hier über Behälter, Meter Durchmesser, 3 Meter Durchmesser, 5 Meter Durchmesser. Ja. Ne? So, wenn du jetzt mal hier rumkommst am besten, dann zeige ich dir mal jetzt diese Steuerung, die ist dafür da, um, wenn du hier unten den Kopf siehst, diesen zu positionieren. Ja, ich kann hier nach links, rechts fahren, hoch, runter. Und wenn ich auf Automatik gehe, macht genau das der Sensor, der da vorne dran ist. Und das ist dann dafür da, den Draht immer in der richtigen Position über meiner Naht zu halten. Ja. Hier siehst du die Steuerung der Schweißtechnik. Hier drauf kannst du erkennen, einmal eingestellt die Drahtdicke, dann hast du hier die Amperezahl, mit der du schweißen willst, und dann hast du hier die Voltzahl, mit der du schweißt. Daraus resultiert dann ein gewisser Drahtvorschub, also eine Geschwindigkeit, mit der der Draht gefördert wird, welcher ja abschmilzt, und am Ende kommt daraus dann die vernünftige Schweißnaht. Ja? Dann haben wir, ups, oh, Vorsicht, bloß nicht verletzen. Dann haben wir hier die Pulverzuführung und Absaugung. Diese ist dann gesteuert über 2 Relais. Das Pulver fällt hier runter, hier drauf. In dem Pulver wird dann geschweißt. Es stinkt nicht, es qualmt kaum, es ist nicht laut. Ja, ich brauche keine Absaugung. Und das Pulver wird dann hier wieder abgesaugt und kommt wieder in den Behälter rein, also ein Kreislauf. Okay. Und wenn ich die Naht geschweißt habe, bildet sich so eine Schlacke da drauf. Und diese Schlacke macht im Grunde genommen das, was im normalen Schweißen die Gasglocke macht. Ne? Ja. Die hält den Sauerstoff von der Schweißnaht fern. Ja. Sie hält die Schweißnaht eine gewisse Zeit warm, dass die langsamer abkühlt und nicht so schnell. Ansonsten könnten sich Risse bilden zum Beispiel. Und dann fällt sie von alleine ab. Ja. Ja. Ja, hier haben wir den Drahtvorschubmotor, der den Draht vorfördert. Hier haben wir einen Laser, damit ich sehe, wo mein Brenner laufen wird. Mhm. Und hier habe ich meine Kamera, damit ich, wenn ich jetzt nicht von hier oben schweiße, sondern von unten schweiße, verfolgen kann, ob alles in Ordnung ist. Ja. Man kann sich ja vorstellen, wenn dann ein Behälter, was weiß ich, 4 Meter hoch ist und dann möchte ich da nicht unbedingt draufstehen, dann habe ich halt mein Kamerasystem, um dann von dort aus meine Schweißnaht zu machen. Ja. Das ist ja krass. Das ist im Grunde genommen die ganze Hexerei dabei. Ne? Mehr braucht es nicht. Aber das Ganze in einen vernünftigen Verbund zu bekommen und zu koordinieren, ne? Das ist halt die Kunst dabei. Ja. Nun haben wir uns ja vorhin schon unterhalten, warum diese JRG, warum diese Arbeitsbühne, warum nicht was anderes. Ne? Du hattest ja gesagt, ein Punkt ist das hier. Ne? Also, dass sie relativ schnell wieder an den Punkt kommt, wo sie stehen. Wieder zur Ruhe kommt, ja genau. Genau. Ne? Wichtig ist einmal, dass der Arm weit rausfahren kann ne, und dass die halt auch sehr stabil ist. Ne? Also wenn du die, wir haben die draußen mal ausgefahren, komplett hoch. Ja. Ja, also da merkst du schon, dass das Ganze natürlich irgendwo auch eine Bewegung hat. Klar. Aber die kommt schnell zur Ruhe, muss ich sagen. Also das hat mich auch erstaunt. Also diese Bewegung, die man hat, das hat man beim Gabelstaplermast, das hat man bei einer Arbeitsbühne. Es sind ja alles einzelne Teile, die über Gleiter, die über Rollen oder was auch immer aneinander vorbei gleiten müssen, damit man eben diesen Ausschub, diese Teleskopeffekte eben erlangen kann. Und die können ja nicht auf Null gemacht sein, weil ansonsten würden sie nicht mehr aneinander vorbei gleiten sozusagen. Aber deswegen hat man eben diesen Effekt drin, dass man die Bewegung hat. Ja, aber wie gesagt, wenn das präzise gearbeitet ist und wenn das sauber eingestellt ist, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn das sauber eingestellt ist, dann kommen die relativ schnell zur Ruhe, weil man kann auch diese Gleiter ganz oft nachstellen oder kann eben da Werte einstellen oder nachdrehen sozusagen, dass man diese Präzision möglichst lange eben beibehalten kann. Ja, genau so ist das. Ne? Alles, was kein Spiel hat, klemmt. Schön. Gut. Das ist pure Mechanik. Na Tommy, ich schweiß mal ein bisschen. Wollen wir mal eine Runde schweißen? Ja, gut. Bitte. Jetzt regelt er sich ein. Automatisch, ne? Wenn ich ihn jetzt hier hochdrücke, dann fährt er hoch. Ah,
krass, okay. Ne? Wollen wir wieder zurück, soll er erstmal runtergehen. Na komm. Man muss erstmal ein bisschen berühren, ne? Und dann sagt er, ja, aha, ich mach jetzt. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier meinen Stickout einstellen, indem ich sage, ich drehe ihn hier mal ein bisschen höher und er regelt ihn automatisch jetzt weiter runter. Ne? So macht man das auch. Ja, ja, wirklich beim Schweißen, ne? Damit du da nicht so viel Pulver rausfallen lässt und so. Ne? Ja. So, das ist jetzt quasi die Pulverschüttung. Ne? In der siehst du dann, da läuft dann der Schweißprozess. Ne? Ja. So, und dann kommt dazu die Absaugung. Und wenn ich dann fahre, guck mal jetzt, dann saugt er dann das Pulver ab. Ne? Und vor allen Dingen hast du ja recht, durch diesen Wiederaufsaugen, du hast ja auch wirklich kaum Verlust. Ne? Nee, du hast nur das, was an Schlacke dann übrig bleibt, das fällt weg, ne? Ja. Und den Rest wird wieder verwendet. Ne? Gut. So, und jetzt schweißt er, ne? Jetzt kannst du hier unten gucken. Dann siehst du, wie es glüht. Ja. Und da oben siehst du nichts. Ja. Ja. Also das ist jetzt. Ja, jetzt. Das läuft ja besser. Aufpassen, wenn er nicht durchfällt. Ja, schön. Es ist halt, normalerweise sind die Bleche blank. Ja, klar. Ja, das Ding habe ich gestern von draußen reingeholt, draufgelegt. Ja, geht ja nur darum zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Genau. Ne? Und wie wir am Anfang gesagt haben, die Einstellung muss ja jeder selber dann finden. Ja. Ne? Und das ist halt jetzt hier, sag ich mal, wenn da jetzt einer entgegenkommt. Ja. Ne? Aber das kann halt bei jedem Automaten passieren. Ne? Da muss man halt immer drauf achten. Ne? Und hier siehst du dann die Schlacke rauskommen. Hier, ne? Die glüht ja noch. Ne, und da siehst du die Schlacke rauskommen und da drunter ist dann das Schweißbad. Ne? Das ist natürlich jetzt für einen Profi keine schöne Einstellung mit dem verrosteten Rohr, aber du, weißt du was, du, sollen sie mir eins schicken. Genau. Ne? Nein. Jetzt kannst du hier die Schlacke dann abmachen. Ja, mach das gleich nochmal, wenn er drauf geht. Und das Raumschirchen, ne? Unprofessioneller Schweißhammer. Ein Hammer. Ein Schweißhammer hätte ich auch noch, ja, aber. Nee, trotzdem bräuchte. Guck mal, mach jetzt gleich die Schlacke ab. Ne? Zack, fällt sie ab. Ne? Die fällt auch von alleine ab. Ne? Siehst du, die löst sich ja schon. Ne? Ja? Nochmal. Hier siehst du dann, also wie der Schweißer dann hier steht. Und jetzt darüber, auch über die Steuerung, wenn wir es umschalten, von hier alles steuern kann. Ne? Und das ist halt der Vorteil jetzt bei dieser Anlage. Ich kann mein Pulver, meine Absaugung, meine Schweißtechnik und meine Nahtverfolge von unten steuern. So, ich denke, wir konnten einen guten Eindruck vermitteln, wie eigentlich dieser Prozess unter Pulverschweißen funktioniert, weil wenige kennen das. Es ist in der Industrie in der Regel in Anwendung. Im normalen Stahlbau schweißt man mit einem normalen Magbrenner, mit einer Handelektrode oder mit einem Wickbrenner. Aber wenn es um etwas größere Wanddicken geht, wenn es um Druckbehälter geht, wird immer dieser Prozess eingesetzt. Der ist der sicherste vom Prozess und auch der sauberste an sich. Es staubt, ja, hat man gerade gesehen, aber das ist auch alles. Ne? Bei allen anderen hast du nicht nur Staub, du hast Strahlung durch Lichtblitze, ja, du hast Gase, die dort immer wieder frei werden, ja. Ja, und das hast du beim Unterpulverschweißen nicht. Deswegen mag ich diesen Prozess eigentlich auch. Ist auch super. Also man sieht auch, dass es funktioniert. Das war ja erstmal so das Hauptaugenmerk, was ihr draufgelegt habt. Also Tommy hat eben gerade noch erzählt, ne, man muss das jetzt Rohr blank machen und es ist nicht sauber vorbereitet. Also für alle Schweißkünstler unter euch und alle, die wissen, wie Schweißen geht, ja, das ist kein optimaler Versuchsaufbau.
Aber es geht eben darum zu zeigen, was kann diese Maschine, was geht da, wie funktioniert die und. Und der Umfang an Umbauarbeiten, ich finde es einfach faszinierend, was man auf so einer normalen Arbeitsbühne eben bauen kann, was ihr mit eurem Know-how, das ihr hier in-house habt, wirklich daraus gemacht habt. Und ich will euch noch eine Sache zeigen, weil ich das echt cool finde. Diese ganz normale Steuerung für das Gerät wurde ja hier erhalten. Ne? Ja, ja. Also das ist die ganz normale Bodensteuerung, die jeder kennt. Und ihr habt die Korbsteuerung quasi umgebaut und habt sie hier in so ein mitnehmbares Bedienpult quasi umgebaut. Ne? Ja, das ist halt dadurch, dass ich von unten den Wagen nicht fahren kann, habe ich das Problem, wenn die da vorne dran hängt, komme ich damit nicht voran. Ja. So, und jetzt habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ich fahre den mal ein bisschen hoch, dass wir nichts kaputt machen. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ich fahre hier mit meiner Bühne von A nach B. Ne? Und positioniere mich wieder neu. Ja. Und dafür ist das Ganze ja auch gemacht. Ja. Nur das gibt diese Steuerung nicht her. Deshalb mussten wir einfach diese mitbehalten. Ja. Und wir haben die Möglichkeit aber auch, deswegen haben wir das Kabel so gelassen, ich kann den Arm hochfahren, das passt von der Kabellänge und kann mir dann mit einer Leiter trotzdem oben meinen Platz, meinen Arbeitsplatz einnehmen und kann dann dort wieder arbeiten. Genau, kann nicht, wenn ich dieses Kamerasystem hier aus welchem Grund auch immer nicht nutzen kann, nicht nutzen möchte, kann man direkt vor Ort noch mit eigenen Augen sehen, da, wo man arbeitet. Was passiert da? Ne? Ja. Also es gibt Schweißer, die kommen damit sehr gut klar. Ja. Es gibt andere, die müssen am Prozess sein. Ja. Das ist einfach so eine Zunft. Das sind eigentlich, Schweißer sind eigentlich Künstler. Ja. Also nicht jeder kann sich einfach einen Draht nehmen und damit irgendwo eine Naht machen und das hält dann auch. Ja. Ja, und deswegen muss man wirklich Rücksicht darauf nehmen. Der eine macht es so, der andere möchte es so und deswegen hat der Kunde auch diese beiden Optionen gewollt. Ja. Ja. Also beeindruckendes Projekt, beeindruckende Maschine. Tommy, vielen Dank. Firma Art Welding in Schwalmstadt, ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Tommy und ich werden immer mal reingucken, werden mal schauen. Und wenn wir Kontakt herstellen sollen, meldet euch gerne bei uns. Kontaktdaten habt ihr alle. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen und ciao. Vielen Dank. Ciao. War gut. War super, hast du gut gemacht.